Das wäre schon so ein beruhigtes Ergebnis, aber 2-1. Wegen solchen Aktionen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von PlayerGallon. Und ich wollte schon gerade sagen, zu Let's Play Clash of Clans, aber das kommt ja ein andermal. Und ja, wir werden mal wieder eine Partie spielen. Und wie man auch sieht, habe ich eine Neuerung im Team. Und zwar ist es Aubameyang. Ja, Götze habe ich mir wieder verkauft. Der hat mir wirklich nicht gefallen. Also Mittelfeld, das ging überhaupt nicht. Aber Aubameyang kann ich nur empfehlen. Der ist richtig geil im Sturm. Richtiges Pace-Monster. Die Schüsse sind, naja, akzeptabel, kann man mal sagen. Ich habe nur 3 Spiele, um 3 Punkte zu sammeln, dann bin ich aufgestiegen in die Liga 4. Im letzten Stream sind wir ja in die Liga 6 aufgestiegen. 5 meine ich, 5, ja. Und mal gucken, was wir jetzt reißen können. Haben alle Fitness über 90? Yep. Das heißt auch, wir können auch direkt starten und mal gucken, was uns für ein Gegner erwartet. Eventuell werden wir sogar noch Meister, aber es kommt darauf an, was für Gegner wir jetzt bekommen. Okay, Real-Trikot. Hoffen wir mal, dass ich Glück habe, oder? Können. Eins von beiden. 83er Rating, 100 Chemie. 4-3-3. Genau die gleiche Ausstellung wie ich. Pace-Sturm, auf jeden Fall Pace. Da muss ich aufpassen. Mit Pace-Sturm komme ich überhaupt nicht klar. Tevez, Vidal. Ja, die Stürmer kenne ich nicht. Das ist die die italienische Liga. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wirklich. Also wie ich gesagt habe, ich kenne mich nur in der deutschen und englischen Liga aus. Okay. Spiel um die, um den Aufstieg. Oh, es regnet. Das sieht immer geil aus. So. Ich habe nur noch, glaube ich, 8000 Münzen, weil ich wieder ein paar Packs gezogen habe. Nicht in der Aufnahme, war nur Müll drin, kann ich schon sagen. Ah, schade, ein bisschen zu weit vorgelegt, aber egal. Erst 2 Minuten und eine halbe Chance und Alaba hat das schlecht gemacht. Uh oh. Boateng. Fuck. Nein! Ja, wir hatten gerade noch eine Torchance und jetzt haben wir uns einen Konter gefangen und direkt einen reinbekommen. Ich sag dazu besser nichts. Ich sag dazu wirklich besser nichts. Okay, Kagawa. Ja, er drückt hier. Da sieht man, dass es ein Pace-Sturm ist. Da muss man wirklich aufpassen. Jetzt hat er sich fast wieder eine Chance erarbeitet. Wenn man so viele Fehlpässe macht. Nein. Okay, Leno hat den. Ich muss schon sagen, Leno in den letzten Spielen hat mir nicht so sehr gefallen. Also der hatte schon einige Fehler. Auch im Stellungsspiel. Und jetzt Aubameyang zeigt, dass du auch im Pace-Sturm bist. Fernschuss. Hat nicht... Komm, jetzt aber. Ah. Da war viel zu umplatziert. Also das war weniger als eine Chance. Okay. Der Ball musste zwar nicht geklärt werden, aber... Wir bedanken uns darüber. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Da ist was drin. Ich merke, das ist kein Übergegner. Aber auch kein schlechter. Ah, Mann. Das ist ein relatives No-Budget-Team. Also die Spieler kosten nicht allzu viel. Und wir haben den nochmal geklärt. Ein paar Meter mehr. Und der Gegner hätte den Ball gehabt. Ich meine, das ist sogar Ibarbo, oder? Oder war das ein anderer? Nein, Pfosten, Pfosten. Schade, schade. Ey, ich soll dir aufhören, alles zweimal zu sagen. Los, De Bruyne. Ja, das war kein Schuss. Das war wirklich kein Schuss. So flache Schüsse aus der Ferne, die sind wirklich nicht gefährlich. Aber wir haben einen Eckball rausgeholt. Mal gucken, ob wir da was reißen können. Also da wollte Mkhitaryan die Vögel im Himmel treffen.
Also ich muss schon sagen, Shaqiri, also jetzt vom Thema ablenken, Shaqiri, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der einen deutschen Bundesligaspieler sucht auf dem rechten Flügel. Also der ist wirklich immer sehr präsent und macht auch seine Tore. Wir können ja nach dem Spiel mal, wenn ich es nicht vergesse, auf seine Statistik schauen. Boah, Aubameyang, ey. Das ist, mit dem kann man auch relativ geil dribbeln, weil der sehr beweglich ist. Das kann doch nicht sein, dass der Verteidiger schneller als ich ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Der hat 86 Pace, also... Das kann nicht sein, dass man da... Ah, Mann, den Ball habe ich mir verdribbelt. Auch wenn das kein richtiges Dribbeln war und hier nicht mit Subotic rauslaufen. Wenn man mit den Innenverteidigern rausläuft, das endet nie gut. Oh, oh. Okay, schön geklärt. Ja, Konter können wir nicht einleiten. Die Viererkette in der Verteidigung ist noch da. Also ich muss schon sagen, mit dem Mikrofonständer ist FIFA-Spielen viel bequemer als vorher. Da muss ich immer mein halbes Zimmer umbauen, dann einen Karton holen, damit ich es irgendwo draufstelle. Damit es auf der gleichen Höhe ist, noch Bücher drunter packen. Also das war immer ein großer Aufwand für eine Aufnahme. Aber jetzt, das ist schon bequem, ja, das muss man zugeben. Oh Mann, ey, gegen so einen Pace kommt man wirklich schwer an. Ah, da habe ich nochmal Glück gehabt. Irgendwie der Stürmer, das ist glaube ich Ibabo. Nein, Ibabo hat nur ein 75er Rating. Ich kenne mich da wirklich nicht aus in der Liga. Ah, was soll ich da in so einer Situation machen? Ah, Mann. Reingerutscht. Ja, ich schätze mal ausgerutscht, oder? Ja, ausgerutscht. Ja, da es regnet, rutschen die Spieler meistens aus. Ist nicht zu meinem Vorteil, aber es sieht schön aus. Ich liebe es auch, wenn die Spiele so dunkel sind, denn im Hellen ist das so, joa, nicht so knorke. Wir müssen aufpassen und langsam mal ein 1-1 hinbekommen, am besten noch vor der Halbzeit. Okay, der Schuss war überhaupt nicht gefährlich. Wir werden hier so einen langen Pass machen, denn so ein kurzer Pass vom Torhüter mache, ich will mir das abgewöhnen, da ich schon einige Tore so kassiert habe. Okay, geklärt. Konter einleiten können wir jetzt, wenn Aubameyang gestartet wäre, wobei De Bruyne, nein. Das ist leider nichts geworden. Aber Reus hat Team bekommen, aber leider nichts raus geworden. Ich hätte nicht köpfen sollen. Ich hätte lieber eigensinnig mit Reus spielen sollen. Okay. FIFA ist so ein Spiel, das kann man nicht so kommentieren, da geht es mehr um die Bilder. Um das Spiel an sich. Also demnächst wird ja auch Assassin's Creed 4 kommen. Black Flag, glaube ich. Ja klar, es ist Black Flag. Schätzungsweise hat zumindest ein Klassenkamerad von mir behauptet. Ich habe noch nie ein Assassin's Creed gespielt, aber ich werde mich davor nochmal erkundigen. Bam, Junge. 1-1, De Bruyne. Ich liebe De Bruyne. Also in Form kann man nur empfehlen. Ist nicht ganz günstig, aber wenn man die Coins auf der hohen Kante hat, sollte man die für ihn ausgeben. Ja, das war sehr ein schönes Tor. Das war sehr ein schönes Tor. Und direkt vor der Halbzeit ist immer eine gute Ausgangsposition. Also ich muss schon sagen, die Saison hat sich zum Guten entwickelt. Also die ersten zwei Spiele verloren, dann unentschieden und jetzt schon 4 Siege hintereinander. Also das... Ah. Oh oh. Wenn wir heute gewinnen, sind wir aufgestiegen. Aber ja, Leno hat den Ball sicher. So können wir beruhigt in die Halbzeit gehen, wenn das Ergebnis so bleiben sollte. Müsste eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich einen kassiere, es sei denn, ich mache einen Fehlpass. Na, ah, der war zu stark. Also die Dreieckspässe, die sind sehr ungenau, muss man zugeben. Auch die Pässe in FIFA haben sich stark entwickelt. Wenn man jetzt so ein FIFA 12 oder so im Vergleich zu FIFA 15 steckt, da haben die Pässe sich wirklich stark entwickelt. Oh, nein! Oh, Leno, du Tier. Ich liebe dich. Hashtag NoHomo. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Über Ecken kriege ich meistens einen rein. Habt ihr auch schon in den letzten Folgen gesehen. Okay, Halbzeit. Jetzt werden wir mal auf die Statistik gucken, wer besser gespielt hat. 1-1, der Pausenstand. Also das regnerische Wetter ist nicht sehr gut. Also nur 2 Schüsse aufs Tor, aber 7 Schüsse insgesamt. Die Schussgenauigkeit nur 28%. Ei, 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 ei. Aber unsere Passgenauigkeit ist höher.
Wir haben mehr Zweikämpfe, höhere Ballbesitzquote. Also, das Unentschieden ist schon verdient. Wenn wir weiterspielen, dann ist auch ein Sieg verdient. Also, wenn wir so weiterspielen. Ich hasse diese Typen, die wirklich vom Halbzeit... vom Mittelpunkt... Was, ich habe jetzt den Namen vom Ding vergessen. Ja, einfach vom Mittelpunkt direkt durchlaufen. Denn meistens haben die auch noch Glück damit. Okay, wieso macht er jetzt Pause? Ach, ich liebe es, wenn man in den Aufnahmen solche Gegner bekommt. Wieso hat er denn nicht in der Halbzeit ausgewechselt oder was muss er gerade machen? Naja, wir können ja nur warten. Okay, es geht weiter. Was er gerade gemacht hat? Keine Ahnung. Vielleicht hat er ja einen Wechsel gemacht, aber das werden wir in der nächsten Spielunterbrechung sehen. Ach ja, Leverkusen hat ja gegen Atletico Madrid gewonnen. Meiner Meinung nach echt verdient. Also die einzige deutsche Mannschaft, die in der Champions League gewonnen hat. Bayern hat unentschieden gespielt und Dortmund und Schalke haben, glaube ich, verloren. Und De Bruyne hat das 2-1 gemacht. Das ist doch sehr nice. Das ist wirklich sehr nice. Wenn wir gewinnen sollten, haben wir den Aufstieg gesichert. Zurück zur Bundesliga. Leverkusen hat 1-0 gespielt. Das Spiel wurde auf ZDF übertragen. Normalerweise hat Leverkusen ja so einen ZDF-Fluch. Immer wenn das Spiel übertragen wurde, haben die verloren. Gegen Barcelona... Hey! Gegen Barcelona 7-1, gegen Paris 4-0. Aber diesmal gegen Atletico, gegen einen übermächtigen Gegner als Außenseiter 1-0 gewonnen und das sogar verdient. Okay, ein bisschen höher und der wäre drin gewesen. Ja, also 1-0 verdient. Also wir hätten auch höher gewinnen können. Leider. Okay, jetzt. Konzentration. Leider haben wir nicht höher gewonnen. Hoffentlich bereuen wir das nicht, dass wir höher gewonnen haben. Aber im Rückspiel reicht uns, wenn wir 0-0 spielen. Zwei wichtige Personen fehlen ja bei Atletico. Einmal Thiago und Godin. Godin wegen der Gelbsperre und Thiago hatte ja Gelb-Rot. Na, leider hat er weggeblockt. So. Mal ein Fernschuss. Nein, wurde abgeblockt. Schade, wurde nichts. Ah, 10 Schüsse, da muss mehr kommen. Also wenn man nach 10 Schüssen erst 2 Tore gemacht hat, dann ist das nicht so pornös. Komm, Reus. Na, ah, Mist. 2-1, also ein 3-1 wäre schon besser. Das wäre schon so ein beruhigtes Ergebnis, aber 2-1 wegen solchen Aktionen. Ich dachte, jetzt ist mein Stündlein geschlagen und der geht rein. Aber nein, ich habe Glück gehabt. Oh, ein Glück, ey, ein Glück. Jetzt werden wir versuchen... Ich sweate immer gerne, das ist auch sehr effektiv. Die meisten beschweren sich darüber, aber wenn es wirkt... ich meine, wenn es klappt... Okay, schön geblockt. Jetzt L1 und Dreieck und vielleicht, nein. Aber, der war gar nicht so schlecht, der Schuss. Das war ein Volley, oder? Gucken wir uns mal kurz in der Wiederholung an. Nee, kein Volley, aber, ja, so ein halber. Mal gucken, ob die Ecke jetzt erfolgreich wird. Subotic 3-1, das sieht doch sehr nice aus wegen dem Aufstieg. Und da lehrt Subotic den anderen, wie man Kopfbälle macht. Boah, das will ich nochmal wiederholen lassen. Ah, ich liebe Tore, die per Ecke kommen. Wenn ich sie mache. Also, wenn der Gegner sie macht, dann liebe ich sie natürlich nicht. Ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der Wiederholungen laufen lässt. Es sei denn, es ist ein schönes Tor. So, jetzt können wir beruhigt spielen. Jetzt über die Flügel. Schade. Leider hat es nicht funktioniert, aber es war schön gedacht. Das muss man zugeben. Ah, schade. Ich wollte so den Ball noch nach links schlenken, aber es hat leider nicht geklappt. Da kam der Gegner schon mit einer Grätsche. Jetzt müssen wir aufpassen. Sehr nice, Alaba. Alaba, sehr guter Verteidiger, aber leider auch teuer. Also für die, die kein Geld in das Spiel investieren und keinen guten Spieler gezogen haben, also für die ist es schon schwer, sowas zu ziehen. Zu bekommen, meine ich. Leider sind wir nicht zum Schuss gekommen.
Da grätschen wir. Ah. Ey, ich will da immer reingrätschen, weil das sehr nice ist. Oh oh. Oh oh, oh oh. Kacke. Also, die letzten zwei Spiele habe ich 3-2 jedes Mal gespielt. Ne, die vorletzten Spiele. Das letzte Spiel habe ich 3-0 gewonnen und dann hat der Gegner einen Rage Quit gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Leider kann es die Wende geben, wie der Kommentator schon gesagt hat. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Am besten 4-2 hinterher und dann defensiv spielen. Ah, Mann! Ja, ein Schritt im Abseits. Schade. Na klar war das Abseits. Nein! Foul! Aber leider bin ich nicht der Freistoß-Spezialist. Aber vielleicht haben wir mal Glück und treffen mal. Ich habe noch nie einen Freistoß getroffen. Ja, Ecke. Nein! Oh, der Torhüter hat den noch bekommen. Handanovic. Handanovic habe ich mal in den Pack gezogen. Habe ich aber für den Sofortkaufpreis verkauft. Sofortkaufpreis. Sofortverkaufpreis sozusagen. Oder wie heißt das? Keine Ahnung. Ah, schade. Leider. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Piszczek. Oh. Wenn der Innenverteidiger außen ist, das ist nie gut. Nein! Wieso? Wieso? Mann! Ah, das war weniger als nichts, das Durchlaufen. Ey, da führt man 3-1 und kriegt es einfach nicht geschissen. Ja, komm! Wenn ich sowas mache, wird das gepfiffen. Ja, die Freistöße nützen mir auch nichts. Ja, komm, dann tut er so, als wenn er gelb zieht und dann alle Hoffnung zerstört. Wir werden es einfach mal wieder probieren. Ich glaube, der wäre sogar reingegangen. Mann, Reus, was machst du denn da? Und wieso ist Subotic immer im Sturm dann? Ich verstehe es nicht. Der kann das nicht. Sein Pace ist vielleicht 3. So fühlt es sich an. Ist ein guter Verteidiger, aber vom Pace her geht überhaupt nicht. Oh. Hey, unentschieden wäre jetzt auch blöd. Ich will die vor. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich will die Meisterschaft schon sicher in den Händen halten. Und die Schale natürlich auch mit, wenn es in der fünften eine Schale gibt. Sehr nice, und jetzt müssen wir gucken. Dreieckspass, abseits? Nein. Nein! Och Mann. Als auch Reus, was machst du denn da? Ich glaube, das war die letzte Chance des Spiels. Vielleicht habe ich mal wieder Glück und es wird was. Oh, wieso denn? Wieso stellt er sich auch in Abseits? Ja, ein Schritt, ein Schritt. Was wird's immer, was mal gut wäre, FIFA, wenn der Schiri auch mal Fehlentscheidungen machen würde. Also das wäre schon nice. Okay, noch eine Chance, Dreieckspass. Nein, der ist leider nicht durchgekommen. Ja, dann war es das bei 3-3. Schade, schade. Wirklich schade. Mal gucken, ob das 3-3 denn für den Gegner verdient war. Ich glaube nicht. Ah. Ich war wieder zu blöd, um zu gewinnen. Schüsse aufs Tor habe ich mehr. Ballbesitz ist höher. Er hat mehr Zweikämpfe. Er hat mehr Fouls. Ich habe mehr Ecken. Meine Schussgenauigkeit habe ich verbessert. Meine Passgenauigkeit war etwas höher. Ja, vielleicht war das Unentschieden auch verdient. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, beziehungsweise FIFA, dann lasst doch auch ruhig ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.